Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich will dem, was sämtliche Vorrednerinnen und Vorredner hier dazu ausgeführt haben, gar nicht viel hinzufügen, weil ich mich dem ohne jede Einschränkung anschließen kann. Insbesondere die Kollegin Schiebe hat sehr deutlich gemacht, wofür es einen Personalausweis braucht. Ich will daran erinnern, wir haben in Deutschland sogar eine Personalausweispflicht, auch wenn die Pflicht, ihn ständig mitzuführen, entfallen ist. Lieber Kollege Kalinka, ich fand ehrlicherweise die Brücke, die Sie gebaut haben, bemerkenswert. Hat man ja nicht immer in dieser Legislaturperiode. Ich habe das schon so verstanden, dass Sie dem grundsätzlichen Anliegen der Oppositionsfraktionen, sagen wir mal, mit Wohlwollen begegnen. Ich glaube, wir können auch gerne im Ausschuss noch mal darüber diskutieren. Ich finde, die Modellversuche, ich kenne nur den Hamburger, Sie haben gesagt, Bremen hat es auch, hat auch ein Modellversuch. Der Hamburger ist gerade verlängert worden bis 2024. Ich finde, die Erfahrungen, die die Hamburger bisher damit gemacht haben, sind es wert, vielleicht auch noch mal im Ausschuss genau drauf zu gucken. Ich weiß, dass man einen Stadtstaat nicht zwingend mit einem Flächenland eins zu eins vergleichen kann, bin aber der Auffassung, dass bei all den Ansätzen, die in der Vergangenheit sowohl bei der Problematik Wohnungslosigkeit als auch Obdachlosigkeit gefahren wurde, Herr Kalinka, Sie haben das gesagt, es gibt nicht die eine Lösung, aber das ist ein Baustein. Es ist ein Baustein, der Ihnen angeboten wird. Und ich würde mich in der Tat freuen, wenn wir hier bei diesem Thema, bei dem ich ehrlicherweise auch nicht glaube, dass es an den Landesfinanzen scheitern kann, wenn wir hier zu einem gemeinsamen Beschluss kämen nach einer konstruktiven Auseinandersetzung im Sozialausschuss. Herzlichen Dank.